Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylines im Stadtkino, so wäre ich eine Runde. Let's Test Flutter 3 again, Teil 2. Ja, der Kuro ist auch am Start. Geht doch. Und wir haben uns wieder hier versammelt, um die merkwürdigsten Spiele mal auszuprobieren, die wir jetzt entdeckt haben. Der Titelbildschirm alleine hier lässt schon erahnen, dass das kein normales Spiel ist, sondern seinesgleichen sucht. Ein Dark Souls und sowas können sich davon auch viel abgucken. Press Start. In Farbe sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Aha. Credits, ich glaube nicht, was man in solchen Spielen erwähnt werden möchte. New Game. Y. Alter, das sieht jetzt nicht gerade aus wie eine Höhle, Leute. Das sieht ganz anders aus. Fahr einfach mal weiter. Das ist so asexuell, das Spiel, Alter. Alter, ist das der Mund irgendwie offen oder wie soll das, was soll das da sein? Ich glaube, das ist ein Bikini-Oberteil und der Mund. Ah, jetzt sieht's besser aus, ja. I've been waiting for you, you hero. I will help you to defeat the quest of monsters, the queen of monsters. Der hat ja einen Affenschädel dabei. Die gefällt mir. Ich glaube eher nicht, dass das ein Affe ist. Hurry up, we have a lot of hostages to rescue. Die ich dann rammeln darf, oder was? Lauf mir weiter, Y. Oh mein Gott! Ja, Taco, da ist das Monster! Wir gucken uns mal das Insekt an. Oh, was ist denn so eine Switch? Ernsthaft? Ehrlich? Okay, ich kann nicht mehr machen mit dem Figürchen. Oh Gott, jetzt gehen wir B. Y. Der B sah freundlich aus. Ja. Alter, scheiße! Don't be afraid, Stranger. This is just the heat of my wife killed by the man. No, wenn's weiter nichts ist. So ein alter Sack kriegt sowas Hübsches da. I have placed her on this ice cube for eternity because I can't live without her, my beloved. Sorry, but do not feel sorry. Achso. But do not feel sorry, young hero. Follow me, I have a present for you. Wir kennen uns gar nicht. I have an old Zauberstab in my Höschen. After this, there is no turning back. Oh, rot oder blau? Blau oder rot? Da du vorhin B genommen hast, würde ich sagen, blau. Ich hasse blau. Genau deswegen. Oh, you suddenly shrink. Ach, ich bin geschrumpft. Ah. Nehm erstmal die Nadel. Ich nehme mal die Nadel. Und jetzt geh. X. Alter, ich geh unter ein Kleid vom alten Mann. War klar. Ah. Ich wurde zertrampelt. Nein, du hast den Fuß gestochen mit der Nadel. Ach so. Warum auch immer ich das gemacht habe. Ich geh in das Mäuselöchlein rein. Ja, jetzt geh in das fucking Mäuseloch rein. Oh oh. Pick! Bye! Sehr netter Kerl. You drink the flask and suddenly recover your normal sight. Alter, das ist LSD im Wunderland. Ja, irgendwie schon. Ah, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg hier anscheinend. Continue this way, my friend. I'll watch your bag of monsters, if monsters follow you. Oh, ich würde gerne dein Bag witchen. Warte mal. Geh mal weiter hier. Scheiß. Oh! Eine sehr bekannte Dame. My sister, the queen of monsters, will punish you for entering this place. Ich würde dich gerne punchen, Alter. Kill her. Turn back, or I will punish you myself. Kill! What the fuck? Hättest du sie wenigstens irgendwie erstmal nur fesseln können? Wo ist der ganze... Weißt du, die meisten Spieler haben 3 von 3 bei Sex? Wo ist das? Ah, da ist der Sex. Da ist er doch.
Ich glaube, ich bin gierig. Ich nehme das Juwel. Wir haben Checkpoint! Okay. So, jetzt haben wir es einfach mal leben lassen, komm. Wir nehmen ein rechtes Auge. Nee. Hat jetzt ein blaues Auge oder? Ja, du hast einfach nur das Auge eingedrückt. Two monsters! They seem to protect this pink jewel in the pipe. You can't defeat them alone. Gut, dann gehen wir hier lang. Push. Push the button, let me know before. Aha. So, jetzt darf ich das Juwel nehmen. Haha, du Lusche. Help! Ich weiß es ja nicht. I've been waiting. Ich habe nur diese eine Frauenstimme. I've been waiting for so long. Rescue me before the Queen of Monsters came back. Please. Okay, das war's anscheinend. Mann, wo ist der ganze Sex, auf den ich hier warte? Ich will irgendwas schneiden hier. Irgendwas verpixeln. Ey, lass mich. Okay, ja, dann sehen wir uns gleich mal. Ich hab dir doch noch angeguckt. Ja, aber wie du mich angeguckt hast. Wir lassen das mal bei dieser Aktion jetzt. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Spiel. Steht bei Bäumen als Äste. So, zweites Spiel. Wie hieß das jetzt nochmal, das Spiel? Mystic Forest. Also, das hieß Mystic Forest, das Spiel. Start! Okay. Und ich will es nochmal besagen, was in der letzten Folge, es sind Familienspiele gewesen. New Game. Turtlestones had always been a sleepy village. Predominantly a farming village. Schon wieder farming. Our hero Felipe is no stranger to the humdrum. Felipe? Ja, Felipe. Life of a farmer as a boss. The field. You are this brave farmer. Turtlestones also happens to be situated near the Mystic Forest. One morning, ich kann mich gar nicht aufs Lesen konzentrieren. One morning, Felipe. Da, diesmal fehlt das E. Beim anderen waren E dabei. Ja, und noch ein E. Ich glaube schon. Went to this garden. He had always hated working in the garden. Steht da! Went to this garden, he had always hated walking in the garden. That was his ex-girlfriend's deal. He only started growing veggies for her, she was a veggie. And now that she was gone, there really wasn't much need for a stupid garden full of green beans and spinach. Stupid spinach. He never expected to find a fairy again. Agonizing, da steht da, keine Ahnung, in this field of salad. Elfia. Hey, I'm lost. I cannot find the way to my village, which is located in the heart of Mystic Forest. Help her to find her village. Leafa, you never liked ferrets or anything close to the magical things. Das ist das Spiel zu Ende. Okay, even though the fairy has been left, straight, right. Right. The path went near the village, a large lake which shimmered beautifully. As beautiful as a view is, my village isn't anywhere near this lake. I feel like we should to go deep into the woods. That feels right to me. Okay, on the water surface something splashed, disrupting the calm water. It appears to the two large fish. We need to go.
No, please, Philippe, da, wir, Doppel-P und E. Philippe, I'd eat this fish for a week or so. What the fuck? They aren't fish. They are Meister Igloo. Without warning, the two shapes spot you and being swing toward you. The shapes appear to do to be two beautiful women. Okay. See, just two bathing sluts, yo. Yo. MC Elfie, Alter. Philippe, don't make them angry, please. You wouldn't want them to suddenly rise out of the water and sound toward me seductively or so. Hey, listen! Hey, listen! Listen, hey! Hey, listen! Spielen wir hier Zelda oder was? Hey, listen! Yeah, how hookers? you hookers! Go put some clothes on! Have you noticed Sensi? Alter, das ist eine Bitch, ey! Nächstes Mal weiter. I don't think they speak piss it off, fairy. One of the two women beckons for Philippe to join them in the calming waters. Slut! He's my knight in shining farmer's clothes. Come down, Olivia. Be careful, they are probably demonic. Ich würde mal sagen, wieder B. Hoppala! As Philippe descends into the warm water with the two beautiful women, he notices that he can somehow breathe. He takes one last glance at the villa waiting on the lake before marveling at the exotic fish, some glowing in the dim light. Once at the bottom of the lake, Philippe notices various of the beautiful women, each more beautiful than the last, leading him to a large underworld city. The city is blah 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 blah. And gone missing weeks and months again. Philippe is into a luxurious underwater apartment where he is attended by a beefy gorgeous woman who take great care of his every needs. For weeks Philippe enjoys his underwater existence. See underwater, the fish don't stink. What the hell? Okay. Until memories and image of Elfie begin flooding his mind. Slow but surreal, Philippe grows tired of his underwater life, especially once he realized that Olivia would never be able to join him in the deep, warm embrace of the lake bottom. Gehen wir mal wieder. Bottom? Ja, Bikini Bottom. Olivia is waiting for Philippe return to the lake. Hey, welcome back! Have fun with the fish hookers? You waited all this time? I don't know where I am, moron. You're supposed to be helping me, not getting hickeys and handies from fish stains. Sheepishly, you accompany Olivia, blah 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 blah. Man, never tell anyone. As the sun set, Philippe and Olivia notice some strange woodland creature appearing along the path they're walking on. After a bit more walking, Olivia and Philippe stumble upon a woman hung by her foot from a thick tree branch. Tries desperately to keep her dress from falling below her head. Philippe just stares and aww. Look at this jerk! Hey, shoot, stop! Easy on this insult! Oh. Mann, immer wenn es spannend wird. Das gibt's doch nicht. Ein sexy Adventure, haben wir das nicht schon mal irgendwo gelesen? Okay, das war Nummer 2 dieses grandiosen Let's Testes und wir machen mal weiter. Spring und sexy Island Adventures. Mir ist egal, was denn? Ich würde mal sagen, es sieht interessanter aus. Gut, dann machen wir sexy Island Adventures. Mir auch egal. Dann machen wir erst gleich ein Puzzle. Dann machen wir Horror und dann machen wir... So, das dritte und letzte für Teil 2 unseres Marathons von Demo-Scheißdingern. Sexy Island nennt sich das schöne Spiel. Sexy Adventure. Sexy Island Adventure, jetzt haben wir's. Press Start to begin. Steht doch sowieso da oben. New Game, Sexy Island Adventures.
Ich konnte was fortfahren, ja, aber ich weiß kein. Also dann müsste da wenn ich als ich es runtergeladen habe, hätte es stehen müssen erneut. Runterladen. Nein! Das Spiel hatte ich glaube ich schon mal. Find photograph girl throughout the enchanted world to help rescue. Ich glaube, das habe ich wirklich schon mal letzt test, oder? Ich weiß es nicht. Das kommt mir so bekannt vor, bla bla bla. Yes. Du kannst dich nämlich hiermit teleportieren. Sowas kannst du eigentlich kaputt hauen. Dann kriegst du hier Münzen. Ja, ohne Witz. Du hast immer nur eine bestimmte Anzahl an Schritten, soweit ich so weiß. Vor allem, ich habe in diesem Spiel noch nie Frauen gefunden. Ich hatte das mal gehabt, glaube ich. Ich habe das schon mal als Test gemacht. Deswegen stand da auch Continue. Ah, da oben steht's doch, wisst ihr? Ich habe nur eine bestimmte Anzahl an diese Ladebalken, die ich da habe, da oben. Dann würde ich doch mal sagen, du gehst gleich mal in den Store. Gehe ich auch gleich. Mach aber erst noch die 30 rum. Wir haben jetzt schon zwei Balken verloren. Faster running. Boah, wir sind so viel schneller. Boah. More powerful weapon. Ja, Waffen-Upgrade. Oh, ich hab Ton, ja. Ding sieht aus. Das brauche ich wahrscheinlich auch eine bessere Waffe, oder? Bringt mir aber nichts. Vielleicht ist es zu leise gestellt. Du hörst an sich auch nichts. Du hörst nur, wenn du jetzt irgendwas aufnimmst, dann hörst du irgendwas. Ja, aber ich habe überhaupt keinen Ton. Also noch nicht mal, als du was aufnimmst. Ich habe nur ein Rauschen. Ich kann die Scheiße da oben nicht wegmachen. Jetzt habe ich was gehört. Ja. So. Oh. Das kann ich zwei, Alter, ey. Jetzt geht's los, Digga. Jetzt ist die Kacke damit, Alter. Ja. Was ist denn per Woll? Willst du mitspielen? Jetzt mal ohne Witz. Das Spiel an sich ist ja total bescheuert. Ich frage mich, ob ich da echt das gespeichert habe, weil das wäre echt bärmlich. Ja, hast du. Du hast zwei Teleporterblöcke und eine Kamera. More powerful. Und du bist gleich down. Ich hab echt ein gespeichertes Spiel hier drauf. Ich hab noch keine Frauen gefunden, siehst du? Sollte ich mal eins nehmen, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt nicht den Weg zurückfinde. Vor allem, weil ich die Kacke hier nicht wegdrücken kann. Ich weiß, wo ich hin muss. Siehst du, mach ich mit einem Schuss, mach ich die weg, den Dinger hier. Du hast doch mittlerweile eine Ahnung. Ach, ich weiß, was ich machen muss mit den Teleporter-Dingern. 200, muss ich mich verarschen. Erstmal das hier wieder aufpushen. Walk on water, fly away. We keep it fighting. Bomben. Ja, viel Steine. Immer Teleportationen hier mit. Aber ich habe immer noch keine Frau fotografieren können. Warum habe ich so ein Spiel? Warum habe ich es noch einmal bei mir gespeichert? Und wo finde ich denn hier
Fi, Fi, Fo, Fam. Cannot be destroyed. Vor allem hier werde ich bestimmt eine wunderschöne Mädchen finden. So einen steinigen Weg macht doch jeder. Ich glaube, er hat so eine Höhle darstellen oder so. Ach, jetzt sind wir in der Höhle, okay. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt müssen wir eigentlich gesagt. Hier irgendwo gleich einen Sonderbonbon finden oder sowas, ne? Ich werde ihn nie wieder rausfinden. Was sagt diese komische Steine? Boah, ich gehe wieder raus. Hier ist echt gruselig. Ich gehe doch hier einfach mal einen anderen Weg. Ich muss ein bisschen draußen bleiben, die Energie ist gleich wieder. Ja, was kannst du jetzt eigentlich mit diesen komischen Teleportblöcken machen? Ich glaube, die kann ich irgendwo hin platzieren, dann werde ich wieder dahin teleportiert. Ja, warum machst du das nicht einfach? Du weißt, wie wertvoll die scheiß Dinger sind. Wo finde ich denn jetzt hier die Chicks? Oder muss ich einfach mal klicken? Das war keine Frau. Ach, dann kann ich mich wieder nach Hause teleportieren. Ich muss sowieso jetzt mal wieder... Also irgendwas verstehe ich bei diesem Spiel noch nicht so ganz, weil ich komme ja auf keinen grünen Zweig hier im Endeffekt. Grüner Zweig. Was? Alter, ernsthaft. Wirklich? Guck mal, da hinten warst du auch schon. Ich muss doch hier irgendwo Chicks finden, die ich dann fotografieren kann. Ja, aber du hast keine Kamera mehr. Ja, aber ich muss ja wenigstens irgendwie so mal irgendwas sehen. Aber hier ist ja einfach nix. Hast du keine Kartenansicht, wenn du auf Start drückst? Da oben ist doch eine. Ja, leck's mal am Arsch. Ja, ne? Kommt davon, wenn man nicht guckt. Gut, wir belassen es jetzt dennoch hierbei, würde ich sagen. Es reicht eigentlich auch schon, diese Scheiße. Ich bedanke mich auch beim zweiten Teil fürs Zusehen und wir setzen uns jetzt direkt auch dran, dass wir gleich den dritten mit aufnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Woohoo!